hear that. Sorry. Okay. It's for Tristan. Hallo Leute und willkommen hier bei Me AppleCat. Ich war auf der IFA auch am Stand von Sphero, denn die haben ein paar coole neue Droiden vorgestellt. R2-D2, den kennt man. BB-8 gab es schon letztes Jahr, aber BB-9E, den werden wir erst im neuen Star Wars Kinofilm kennenlernen. Und den konnte man aber hier schon mal probefahren. Vom Prinzip her wie BB-8 und das Forceband gab es auch noch zu sehen. Tja, und ich hatte das Glück und durfte auch mal fahren. Und gesteuert wird hier mit dem Tablet, kann man natürlich auch mit dem Smartphone machen, mit der entsprechenden App. Und dann kann man hier den Droiden, in meinem Fall hier R2, ganz leicht steuern. Man kann hier verschiedene Moves noch per Knopfdruck ausführen, dass er sich ärgert, dass er mit dem Kopf dreht und Geräusche macht und so weiter und so fort. Und ihr könnt mit dem sogar die Star Wars Filme schauen, denn der reagiert dann sogar auf die Filme und auf die verschiedenen Szenen. Also eine interessante Sache, somit ist dann ein bisschen Persönlichkeit mit eingebaut und das finde ich besonders gut hier bei dem. Die ganzen Bewegungen, die ganzen Sounds und das alles, das ist richtig, ja, authentisch einfach. Bei dem neuen schwarzen Kollegen hier fällt noch auf, dass der jetzt leuchtende LEDs am Kopf hat, was BB-8 nicht hatte. Ja, da ist noch induktives Laden eben mit eingebaut, der Kopf fällt magnetisch, wie man das Ganze schon kennt. Man kann die ganzen Droiden auch per Zeichnung steuern, einfach einen Weg auf dem Tablet vorzeichnen und der fährt ihn dann mehr oder weniger gut ab. Und hier ist auch noch schön zu sehen, dass R2 hier seinen mittleren Standfuß einfahren kann und dann auf beiden Beinen steht. Und 199 Euro kostet er, sobald er verfügbar sein wird. Ein teurer Spaß und für jeden Star Wars Hardcore-Fan auf jeden Fall ein Must-Have. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spielzeug. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mit ihm herumzufahren und ich sage dann Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Me AppleCat. Guter Junge. Der neue Reifenweg Finn. Das Auto kennen Sie, oder? Ja, wer kennt das nicht? Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Me AppleCat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.